Die Metiergoda-Mondsteinmine liegt zwischen Hikaduwa und Ambalangoda. Sie ist ein lehrreicher Besichtigungsort mit einer sehr hohen Konzentration an Mondsteinen. Mondsteine sind grau und fassen sich glatt und kühl an. Aber auch viele andere Edelsteine finden sich hier in dieser Mine. Die Mine selbst geht etwa 35 Meter tief in die Erde. 10 Arbeiter sind hier beschäftigt und holen mit einer Winde die mit rohen Steinen gefüllten Eimer aus der Mine herauf. Anschließend werden die Steine dann mit Wasser gespült bzw. gewaschen und grob gesiebt. Mondsteine sind übrigens schimmernde Halbedelsteine aus Feldspat. Der rötlich-milchige Feldspat gilt als weiches Material, lässt sich aber durch den entsprechenden Schliff zu mondfarben schimmernden Schmuckstücken verarbeiten. Und dann werden auch schon die verschiedenen rohen Edelsteine vorsortiert. Blauer Mondstein rechts, auch wenn man sich zieht, weißer Mondstein links. In der Werkstatt werden die Steine dann schließlich geschliffen und sortiert, bevor sie zu wertvollem Schmuck weiterverarbeitet werden. Hier sind die Edelsteine schon säuberlich getrennt. An die Werkstatt anschließend findet sich ein feiner Laden mit wunderschönen Schmuckstücken. Während draußen plötzlich und überraschend Regen eingesetzt hat, bewundern wir hier drinnen die tollen Schmuckstücke. Fotografieren ist leider verboten, aber das Filmen haben wir dann doch irgendwie geschafft. Diese wunderschönen Ohrringe hier hätten den stolzen Preis von $850 gekostet. Aber man hat uns einen Rabatt angeboten. Wir hätten also nur $830 zahlen müssen. Der Verkäufer hätte sogar das Geld bei uns im Hotel abgeholt. So eifrig war er. Naja, $850 schleppen wir jedenfalls beileibe nicht mit uns herum. Aber anprobieren und schauen kostet ja nichts. Her drehen. So, ja. Und auch schwer, oder? Nein, das sind leichter. Ja? Aber ich hab's nicht. Und das Geld kannst du halt im Dienst nehmen. Also, jetzt haben wir gerade so viel ausgenommen in der Uhr. Als der Regen ein wenig nachlässt, werfen wir unser Motorrad an und ziehen gut in Regenjacken eingepackt von dannen. Zu Hause angekommen ist der Regen nur noch schwach. Der Himmel sieht aber trotzdem recht düster aus. Srilli bewacht uns ebenso wie unser Security hier links im Hintergrund. Mit dem Sonnenuntergang ist auch der Regen vorbei und alles ist wieder wunderschön kitschig. Den Tag lassen wir noch mit einer kleinen Massage von Natika und Vidura Susanta ausklingen und zum Abschluss noch ein paar Runden im Pool schwimmen.